Absurde Heilmethoden in der Geschichte der Medizin, Part 1. Die wohl bekannteste Heilmethode des Mittelalters ist der Aderlass. Dieses Verfahren wurde bei sehr kranken Menschen und auch Tieren angewandt, und zwar auf der Grundlage der sogenannten Säftelehre. Diese Säftelehre besagt, dass Krankheiten durch ein Ungleichgewicht bestimmter Körpersäfte ausgelöst werden, wie etwa Blut, Galle oder Schleim. Die Theorie war meistens, dass der Patient zu viel von einem schlechten Körpersaft hat. Er wurde deshalb zur Ader gelassen, das heißt, ihm wurde bis zu einem Liter Blut abgezapft, um diese verdorbenen Körpersäfte aus dem Körper hinauszubringen. Das Problem dabei war, dass viele Patienten durch ihre schwere Erkrankung meistens sowieso schon so geschwächt waren, dass der zusätzliche Blutverlust ihnen häufig den Todesstoß versetzte. Heute wird der Aderlass nur noch bei einer einzigen Erkrankung angewandt, der sogenannten Eisenüberladung des Körpers. Mit dem Blut wird dem Körper auch Eisen entzogen und den Patienten dadurch geholfen.